Können wir hier noch ernst über den Tabak reden? Servus, liebe Shisha-Freunde und Shisha-Suchten. Wir sind's wieder, euer Shisha-Opa-Team mit Alex, unserem Kameramann heute mal, ausnahmsweise, der uns heute tatkräftig unterstützt. Kannst du mir bitte schnell einen Eimer bringen, bitte. Ich habe keinen Eimer, dann geh aufs Klo. Ich kann das gerade aufstellen, wenn ich aufstelle, muss ich. Wo ist einer? Ich habe keinen Eimer. Ich freue mich schon drauf. Ja, Obi, was machen wir heute? Und zwar, der Walle von unserer WhatsApp-Gruppe hat uns ein bisschen Alfaka Traube geschickt. Hallo, ausländischen Walle. Übrigens. Vielen, vielen Dank dafür. Den werden wir heute mal die Lupe nehmen. Ich kenne den Tabak von früher her und freue mich echt drauf, ob der noch genauso ist wie damals. So, ich erzähle euch mal wegen was zum Tabak. Ist ausländischer Alfaka, Traube. Jeder, der schon mal einen ausländischen Alfaka gehabt hat, kennt den Schnitt her. Das Ganze ist ein bisschen wie Marmelade, also von der Konsistenz her. Ist ziemlich fein. Sind der ein oder andere schwarzes Ässchen hast du da mit drin? So, dann mache ich mal wieder weiter. Ich bin gerade da stehen geblieben, dass das ein oder andere schwarze Ässchen drin ist. Dann hat es bumm gemacht, dann hat Maria den Tabak ans Gesicht gelegt. Wie klebt er auf der Backe? Anscheinend gut, ich glühe gerade voll. Das sieht man, wenn der Tabak dunkelrot war. Ah, es bitzelt da gerade voll überall. Auf jeden Fall, Feuchtigkeitsgehalt gut. Ja, das merke ich gerade. Schnitt ist super. Und Leute, beim ausländischen Alfaka lasst die kleinen schwarzen Ässchen drin, die bringen Geschmack, also nicht raustun. Beim Deutschen, wenn so helle Ässchen drin sind, okay, würde ich raustun. Ja, guter Wunsch. Beim ausländischen kann man die Ässchen gerne drin lassen. Mach mal doch mal so ein Schminkvideo dazu, wie man das als Rouge klatscht. Du heizt jetzt deine Schnauze, wenn der Opa redet. So, da bin ich wieder für euch. Gehen wir gleich mal zum Geruch über. Ich fange heute mal an, weil die nur Scheiße machen, wie immer. Keks, sag mal was. Scheiße machen ist dein Part. Ehrlich? Nicht. Du hast überall Tabak im Hals. Solange ich den Tabak nicht im Bart habe, ist es in Ordnung. Schreibt mal Hashtag Tabak am Hals rein, wenn ihr das sexy findet auf der Maria ihrer Haut. Sieht gut aus, oder? Das Zeug riecht, würde ich mal sagen, wie Alfaka Traube. Nee, nochmal. Also ist jetzt eher eine süßliche Traube, nicht ganz so herb. Ich denke, die einen oder anderen haben den schon mal gehabt. Ihr könnt ja mal mit reinschreiben, wie der für euch riecht oder schmeckt, je nachdem. Ich bin immer über eure Meinungen sehr froh. Er riecht, ob man es glaubt oder nicht, ein bisschen intensiver als der Golden Alfaka Grey. Also ich finde den hier fast besser. Nein, also wie du schon gesagt hast, es riecht wirklich nach reifer Traube. Also kein freches Früchtchen mehr, das ist was für Männer hier. Ja, ich bin ein Mann. Ha. Ja, das glaubt man dir ja sofort. Riecht auf jeden Fall wie eine Traube der oberen Alters. Sagen wir mal so 60er Jahrgang. Mit dem Abgang fruchtig. Und allgemein wirklich eine gute Traube. Entschuldigung, aber. Nee, aber jetzt mal im Ernst, riecht lecker, ne? Ja, es riecht irgendwie leicht süßlich. Trotzdem, dass Traube eigentlich sauer ist, finde ich, da ist ein leichter Süßheitsgeschmack drin. Ich kann mir nicht helfen. Okay. Alter, haut jetzt. Als ob du da voll den blutigen Rotzbobel da hättest. Und jetzt machen wir so. Warum soll ich so machen? Ja, mach halt einfach mal. Aber schmeckt, vor, ist es süß? Voll süß. Also, wie ihr seht, wir haben eine süße Traube. So, wir bauen mal zwei Köpfchen und sind gleich wieder für euch da. So, wir haben das Ganze jetzt mal ein bisschen angeraucht. Also wir sind noch gerade drüber. Der Alex ist ein bisschen weiter als uns. Er hat wie immer Stahllunge oder so. Aber Leute, meint ihr, es wird mal wieder Zeit für Stiftung Nasentest? Maria? Oh yes. Ich würde sagen, 3, 2, 1, die Bühne gehört dir. Und ich dampf nochmal weg.
Ich glaube, wir durch die Nase, Leute, gebt euch mal das. Wenn man es nicht verträgt, Shisha nicht durch die Nase, Leute. Alter, ist nicht mal da sagt der Keks was. Ja, der Keks ist heute echt ziemlich ruhig. Nee. Entkommt. Als Abgang ist ein bisschen fruchtig. Ist er für deine Nase geeignet? Ja, Stiftung Nasentest sagt gut. Also jetzt mal zum Rauch. Rauch wollten wir. Rauchen tut er wie üblich gut. So wie man kennt, ne? Ausländischer Heufacker. Er ist ziemlich stark. Muss man ehrlich sein. Ja. Aber er schmeckt auch sehr, sehr gut. Also er schmeckt einfach wie Alfaka Traube schmecken muss, würde ich jetzt behaupten. Und sogar das Meerschweinchen kriegt was raus. Das sogar sehr gut. Ich hab's nicht noch gezogen. Also Raufverhalten ist echt gut, wie man sehen kann. Vom Geschmack her, er schmeckt für mich also immer noch nicht nach einer süßen Traube, sondern eher nach einer herben Traube. Ich finde ihn lecker. Würde aber empfehlen, dass man den ein bisschen mit Minze mischt, dann ist es perfekt. Ja. Deine Meinung? Ja, da gibt nichts so beizutragen. Hast recht. Also taugt. Obwohl, ich finde ihn doch schon süßlich auch. Okay, da ist bei mir einfach nach 13, 14 Jahren Shisha-Rauchen einfach die Süße verflogen. Oh oh. Leute, wir unterbrechen an der Stelle mal wieder und versuchen unseren Keks ein wenig zu flicken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video mit dabei. Schaut gerade irgendwie nicht so gut aus. Dann muss heute Alex meinen Part von Keks übernehmen. Der zeigt euch nämlich, wie man zum letzten Video kommt. Da, wo der kaputte Keks sitzt. Richtig. Wenn euch der ganze Scheiß gefallen hat und ihr mal wieder unseren Kameramann kotzen sehen wollt. Stiftung Nasentest einfach, ne? Schreibt mal rein. Eben, Stiftung Nasentest. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, weil dann sehen wir, dass ihr das mitfeiert. Und ihr wisst ja Bescheid. Nicht lange halluzinieren. Drückt auf abonnieren. Wir sind raus. Habt ihr alle. Servus.